Auf der Spur der Foltergefängnisse. Ehemalige CIA-Mitarbeiter berichten, dass der US-Geheimdienst Terrorverdächtige auch hier in Litauen in einem Geheimgefängnis festhielt. Im Wald südlich der Hauptstadt Vilnius entdecken wir ein streng bewachtes Trainingscamp für Polizeispezialeinheiten. Hat die CIA hier, mitten in Europa, hochrangige Terrorverdächtige verhört und gefoltert? In den letzten Jahren hat Litauen so eine Rolle von Kolonie der USA gespielt. Wir hatten vor einigen Jahren einen Präsident Litauens, der amerikanischer Staatsbürger war. Litauen hat immer mit USA in verschiedenen Kriegen zusammen teilgenommen, zum Beispiel im Irak. Also das alles ist durchaus möglich, dass auch die Geheimdienste sehr eng zusammenarbeiten. Bei unserer Suche finden wir einen Augenzeugen, einen Mann, der unmittelbar neben dem Lager wohnt, in Rudninkai, einem kleinen Bauerndorf. Er will nicht erkannt werden, berichtet uns, er habe dort vor 4 oder 5 Jahren uniformierte Amerikaner gesehen. Ein halbes Dutzend Männer, die immer wieder im Lager auftauchten und Englisch sprachen. In diesem Gebäude auf dem streng bewachten Gelände, so der Zeuge, hätten die Männer gewohnt. Ein CIA-Foltergefängnis versteckt auf einem litauischen Polizeicamp? Dafür sprechen noch weitere Hinweise. Der Flughafen in Frankfurt. Am 4. Februar 2003 flog von hier aus eine amerikanische Transportmaschine vom Typ Hercules C-130 nach Vilnius. Die Flugdaten liegen uns vor. EDDF steht für Frankfurt, EYVI für Vilnius. Die Maschine mit der Kennung N8213G gehörte der Prescott Support, nach Erkenntnissen des Europarates eine Tarnfirma der CIA. Zu eben dieser Zeit, Anfang 2003, baute die CIA ihre Geheimgefängnisse in Osteuropa auf. Sie wird dort die sogenannten High-Value Detainees, die Hauptverdächtigen des 11. September, vernehmen und misshandeln. In der Bush-Regierung gab es viele, die glaubten, man könne ohne Brutalität keine Erkenntnisse aus diesen Leuten herauskriegen. Das war falsch, aber sie glaubten das. Für die Bush-Leute ging es darum, gegenüber den Terroristen Härte zu beweisen, zu zeigen, dass die USA nicht schwach auf die Anschläge vom 11. September reagieren. Deshalb erlaubte die Bush-Regierung Folter als Verhörmethode, wie das sogenannte Waterboarding, das gegen alle internationalen Regeln verstößt. Die brutalen Befragungen aber fanden nicht in den USA statt, sondern heimlich in Osteuropa, etwa hier. In Polen. Am 7. März 2003 nahm der Gulfstream Jet N379P von Kabul kommend Kurs auf den kleinen Flughafen Chimani in Polen. An Bord Khalid Sheikh Mohammed, der Drahtzieher der Anschläge vom 11. September. Die CIA-Flieger parkten weit entfernt vom Kontrollturm am Ende der Rollbahn. Dort wurden die Gefangenen in Busse mit verdunkelten Scheiben verfrachtet, berichten polnische Journalisten. Bei unseren Recherchen haben wir herausgefunden, dass polnische Augenzeugen bei der Ankunft der CIA-Flugzeuge dabei waren. Die berichteten, dass einige der Passagiere der Flüge Augenbinden und Kopfhörer trugen. Und so wurden die Gefangenen von der CIA transportiert. Die Gefangenen wurden offenbar hierher gebracht. Die Militärbasis Stargirkuti. 20 Kilometer entfernt vom Flughafen. Dort soll das CIA-Geheimgefängnis gewesen sein, mit Wissen und Unterstützung polnischer Regierungen. Was in solchen Geheimgefängnissen geschah, enthüllt nun interner CIA-Bericht, der erst auf Druck einer amerikanischen Bürgerrechtsorganisation veröffentlicht wurde. Darin sind einige der Foltermethoden aufgeführt. Zurücken teils Schlagader. Scheinhinrichtungen. Simuliertes Ertränken, Schmerzzwangspositionen, Bedrohung mit Pistole und Bohrmaschine. Gefangene dürften außerdem über Tage nicht schlafen. Sie wurden in enge Kisten gesperrt. Oder ihre Familien wurden bedroht, so wie bei Sheikh Mohammed. Die Vernehmer sagten zu Khalid Mohammed, sie würden sich falls es einen weiteren Anschlag in den USA gäbe. Außerdem heißt es in dem Bericht,
Die Technik des Waterboarding sei 180 Mal bei Kalich Mohammed angewandt worden. Da wussten auch viele CIA-Mitarbeiter, dass die Misshandlung der Gefangenen Folter, also illegal war. In dem internen CIA-Bericht heißt es: Ein Offizier äußerte die Sorge, dass die CIA-Mitarbeiter aufgrund der Aktivitäten von internationalen Gerichtshöfen wegen Kriegsverbrechen verfolgt würden. Ein anderer sagte: In 10 Jahren wird uns leid tun, was wir machen, aber es muss getan werden. Es musste getan werden, weil George Bush und sein Vizepräsident Cheney es anordneten. In Amerika soll nun ein Sonderermittler klären, wer dafür zur Rechenschaft gezogen werden soll. In Deutschland mangelt es immer noch an Aufklärung. Dabei war Frankfurt das Drehkreuz der Verschleppungsflüge. Und die Bundesregierung gewährte den Amerikanern Überflugrechte. Folter mitten in Europa. Doch die Regierungen schweigen. Von Geheimgefängnissen wollen die Europäer nichts gewusst haben.